Ah ja, stimmt. Okay. Aber ich bin nah dran. Nee. Vielleicht muss ich weiter weg sein. Ja, vielleicht, sonst stößt es an die Wand. Vielleicht von dem Stein aus. Der Stein ist bestimmt dafür da. Ja, ich weiß nicht. Ja, nicht ganz. Bin mir sicher, dass der Stein dafür da ist. Naja. Ich glaube, ich mache das später mal. Okay. Kann eh sein, dass du nur wieder ein Herzteil oder sowas dafür kriegst. So. Ich habe keine Ahnung, wo diese blöden Biber sind. Ich gar nicht. Aber ich will nochmal was probieren. Wir müssen eigentlich auch hier irgendwo rumrennen. Das geht natürlich nicht. Was denn? Ja, da hoch zu klettern. Vielleicht sind die hinterm Wasserfall oder so. Ja, sowas ähnliches habe ich auch in Planung gehabt, aber. Die Sache ist. Müssen wir jetzt hier nicht einfach so. Es gibt hier auf der Karte, gibt es da so eine Anzeige, dass da irgendwo so ein Weg wäre. Mhm. Aber die Frage ist, wo? Keine Ahnung, guck halt echt mal, ob du vielleicht hinter den Wasserfall kommst. Weil hier unten ist nichts mehr, da war nur das Herzteil. Dem Wasserfall ist aber auch nichts. Seltsam. Naja, gut, ich habe noch eine andere Idee. So. Jetzt schwimmen wir erstmal wieder hier. Lang Richtung Ozean. So. Hep und Hep. Offensichtlich hilft mir das nicht weiter. Ja, wenn wir die jetzt wirklich nicht finden, ist auch egal. Dann gehen wir halt jetzt einfach mal in die Sozora-Höhle. Wir können immer noch später nochmal nach denen suchen oder wir machen es einfach so, das geht schon. Na gut. Ist halt dann nur noch mal eine Hin- und Herrennerei, aber du brauchst die Flasche nicht unbedingt. Es wäre nur.
Es ist halt jetzt bloß mit 3 Flaschen musst du nochmal hin und nochmal her rennen. Weil dir dann eine fehlt, aber ist nicht schlimm. Aus irgendeinem Grund habe ich so die Vermutung, dass der nächste Gegenstand aus dem Dungeon der Enterhaken ist. Warum nur? Also jetzt musst du den Eingang zur Oberhöhle. Der ist jetzt hier drüben irgendwo, ne? Nicht? Hä? Ja, da stand doch, da geht's zur Zora-Höhle auf dem Schild. Hier. Ja, wo? Was hat der eine gesagt? Der Eingang ist unter Wasser. Und du musst nicht. So, wahrscheinlich ist das. Sein, um da hinzukommen. Hat der eine doch gesagt. Ach so, wahrscheinlich denn da, wo die Flosse ist. Hm, guck dich mal um. Ich würde ganz abtauchen, sonst hast du nichts. Da. Wo schwimmst du jetzt schon wieder hin? Okay, das ist das trübe Wasser gewesen. Ja. Zur Zora-Höhle, zur Höhle der Zoras. Es probt die Zora-Band mit dem Tiefsee-Sound der Indigo-Gruß. Das immer. Ja. Höhle der Zoras. So, erste Seite vom Notizblock beendet. Okay. Ich hab 3 Seiten. Oder ja, 2,5, 2-3 Viertel. Mal sehen, ob man die heute alle noch fertig kriegen. Bezweifle ich schon, aber. Also es geht noch nicht mal wirklich in den Dungeon rein. Es ist alles wirklich nur die Vorbereitung. Ah, du bist doch Mikau. Viel Glück beim für die Proben. Ich freue mich schon auf eure Proben. Mhm. Reden. Ah, Mikau, was ist mit den Proben? Ich habe gehört, dass die Proben bald beginnen sollen. Aber die Bandmitglieder sind noch immer auf ihren Zimmern. Und Lulu steht draußen und starrt aufs Meer. Was geht hier nur vor? Lulu war die Sängerin, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Hey, Mikau, schon lange nicht mehr gesehen. Wo bist du gewesen? Oh, übrigens, Eva, die Bandleaderin. Dein Bandleader hat dich gesucht. Dann müssen wir zu Eva gehen. Mika, willst du zu Japas? Hier macht sicher wieder eine Jam-Session, nicht wahr? Eine Jam-Session wahrscheinlich, dann eher so. Ich kann es kaum erwarten. Oh. Ja, du kannst mit den ganzen... die sind beide jetzt weggegangen, ah. Ja, du kannst mit den ganzen Bandmitgliedern quatschen. Würde ich auch machen. Mach ich auch gleich. Das hier sieht wieder nach einem Feuerrätsel aus. Hm. Okay. Das sind wir, sind sehr seltsam aus. Hm? Das sah gerade sehr seltsam aus, was die eine da an der Tür gemacht hat. Ja, Spionage. So, das ist der Bandleader, nehme ich an. Hm, auf jeden Fall mal der Drummer. Mika, wo warst du? Ich war sehr besorgt. Das Konzert steht vor der Tür, aber die ganze Band hat die Hosen voll. Ich wette, das hast du nicht gewusst, oder? Vor allem Lulu. Ich habe ihre Stimme schon lange nicht mehr gehört. Lulu ist bestimmt der, wo der gespannt hat. Normalerweise ist sie immer bei guter Laune. Oh, oh, ich frage mich, ob das alles mit den Veränderungen des Meeres zu tun hat. Um ehrlich zu sein, ich weiß ein wenig über Lulus Geheimnis. Welches dir erzählen? Ja, klar.
Man sagt, der Ozean verändert sich, weil mit dem, dem Schädelbruchtempel etwas nicht in Ordnung sein soll. Man sagt auch, dass aufgrund dessen dem Nachfahren, der den Tempel beschützt, etwas Schlimmes widerfahren wird. Verstehst du das? Und Ludo hat sich verändert, vielleicht ist sie der... Sagst du noch was? Jetzt dreh jetzt nicht durch, aber ich sollte dir das sagen. Ich habe versucht, auf die Leiter in deinem Zimmer zu klettern, aber dabei ist sie zerbrochen. Ab jetzt bin ich auf Diät. Okay. Das ist cool. Nächstes wird erklärt, warum die Leiter auf meinem Zimmer dann zerbrochen ist. So. Der hat mal Haare. Der spielt das Anacorn-Team aus Zelda 1. Warte mal, ich höre das gar nicht. Ah! Dim, 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 dim. Ich find's cool, dass sie das als Easter Egg eingebaut haben. Ich find die Haare von dem irgendwie geil. Ich kann nicht mit dem reden, oder was? Spiel mal irgendwas. Ah, doch, hier, von hier aus. Mikau, wo warst du? Es heißt nur noch, hey, wo ist Mikau? Das Konzert rückt immer näher. Und dann spielt unser Leader den Unsichtbaren. Evan hat sich in sein Zimmer verkrochen und schreibt nur noch Songs. Und zu allem Überfluss steht Lulu nur noch vor der Höhle herum und spricht kein Wort. Sie starrt nur auf das Meer hinaus. Man könnte meinen, dass sie sich einfach nicht mit mir abgeben will, aber ich glaube, dass mit ihr wirklich etwas nicht stimmt. Versuchst du etwas vor mir zu verbergen? Nicht, dass du glaubst, ich stelle hier Nachforschungen an. Aber sieh doch, wenn wir nicht bald mit den Proben beginnen, können wir das Konzert vergessen. Jo. Scheiße. Dim, 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 dim. Jo, in der Tat. Das ist nicht unbedingt das Beste, wenn sie nicht sofort mit dem Konzert beginnen können. Wie gesagt, ich bin der Meinung, der da hinten, der guckt bei der Tussi rein. Ah, Miko. Was hast du denn da ganz getrieben? Der Bandleader wartet schon die ganze Zeit auf dich. Beeil dich, geh hinein, geh hinein. Dann ist das jetzt der Bandleader. Ja, genau. Der andere war halt warm. Das ist auch aus Zelda 1 der Anfang. Mikau, und? Hast du die Eier gefunden? Drücke Start. Achso. Oh, du hast also versagt. Hast du denn Lulu schon besucht? Seit die Piraten die Eier gestohlen haben, steht sie nur da und starrt auf das Meer hinaus. Mikau, wir brauchen diese Eier, damit Lulu wieder singen kann. Wir haben uns an das Leben in diesem ruhigen Meer gewöhnt. Der Einzige, der die Stirn hat, den Piraten gegenüberzutreten, das bist du. In deinen Adern fließt das Blut vieler Helden. Ich halte Lulus Problem auch weiterhin vor den anderen geheim. Alle haben sich schon so sehr auf unser Konzert gefreut. Ich kann ihnen doch nicht sagen, dass es nicht stattfindet, weil Lulu nicht singen kann. Ich müsste mich mal als Gorone verwandeln und dann gucken, was die für eine Reaktion haben dafür, dass ein Gorone unter Wasser ist. Ich weiß nicht, ob die dich nicht rauswerfen würden. Klappe, ich bin gerade beschäftigt. Ah, Mikau, du hast mich erschreckt. Lulu hat sich die letzten Tage ein wenig eigenartig benommen. Ich habe mich gesorgt. Ich habe nicht nachspioniert. Ich bin kein Spanner. Und auch kein abartiger, schleimige Qualle. Mir fällt gerade ein, dass ich noch dringend etwas erledigen muss. Wie spät ist es? Oh, also, ich muss dann weiter. Schön klar. Ja. Wie ist der Deko-Typ hier runtergekommen? Dekos können auch nicht schwimmen.
danke, dass du vorbeischaust. Da ich nur mit Zoras verhandle... Okay. Danke, dass du vorbeischaust. Da ich nur mit Zoras verhandle, bist du als Kunde herzlich willkommen. Ist das dein Zimmer? Diese Seeluft tut mir nicht gut, deshalb würde ich gerne dein Zuhause mieten. Ist hier ein Wirbelsturm durchgezogen? Dafür kann ich nun wirklich nichts. Ich verkaufe dir ein grünes Elixier für 40 Rubine. Das ist schade. Aber wenn du deine Meinung änderst, komm ruhig wieder. Ich glaube, wenn du das kaufst, dann verschwindet das der Blume und du kannst mit dem Deko zu dem Herzteil da hochfliegen. Na gut, dann kauf. Ich denk's mal, ne? Dann wollen wir mal von Mr. Nazi-Deko das kaufen. Aber er ist nicht weg. Okay. Nee, ich dachte, weil er gemeint hat, er will hier eigentlich weg und so. Oder er will sein Zuhause. Könnt ihr mal versuchen, sich in einen Deko zu verwandeln? Hi. Naja, gut. Ich hau da wieder ab. Also gehen wir Lulu suchen, ne? Ja, offensichtlich. Ja, die ist ja draußen, haben sie gesagt. Also vielleicht nicht unbedingt da, wo du hergekommen bist, aber draußen. Noch haben wir nicht alles erkundet, hier ist noch... Es geht schon wieder auf den nächsten Tag zu. Ja, das ist nicht schlimm. Reden. Ah, Miko. Wäre auch interessant gewesen, wenn ihr ein einziges Mal irgendwas Nützliches zu verkaufen hättet. Sie haben eigentlich immer die gleichen Sachen im Shop. Bomben, Pfeile, Tränke. Die Shops sind eigentlich voll unnütz geworden seit Link's Awakening. Hey, du konntest hier vorhin einen roten Trank kaufen und dem Typen mit der Maske geben, ja? Ja, schon. Ich weiß nicht, ob die Milch auch geholfen hätte, aber... Ich glaube, das ist das Einzige, wofür das gut ist. So. Das ist die Tussi dann. Mhm. Die Schädelbruchtempel, Badeverbot wegen trübem Wasser. So, da das Schild exakt bestraft wurde für diese Verbote. Dieses traurige Mädchen versucht dir etwas zu sagen. Du siehst es in ihren Augen. Sie hat ihre Eier verloren. Das Beste ist, dieses traurige Mädchen versucht etwas zu sagen, er hat seine Eier verloren. Ist auch gut, ja. Jo, gehen wir Eier suchen, ne? Ist ja wie Ostern. Ah, Miko, hey, wo ist Lulu denn? Lulu, ich bin so neidisch auf dich. Du darfst die gleiche Luft atmen wie die göttliche Lulu. Außerdem kannst du deine Seite an Lulu, die mir auf ewig verborgen bleiben wird, ihre private Seite. Ich bitte dich nur nicht, mich ihr vorzustellen, aber es wäre schön, wenn du mir wenigstens ein Bild von ihr besorgen könntest. Aha, ja, das kann ich machen. So, wir wollten ja noch Tingle fotografieren. Na, das kannst du irgendwann anders machen. Ich kann sowieso nur ein Foto machen. Ja, ja, klar, aber du kannst es dem jetzt zeigen. Dann kannst du ein neues machen. Ist egal. Also wenn ich jetzt einfach die Lulu fotografiere, ich fände das schon ein bisschen heftig. Die sagt doch eh nix. Ja, aber weißt du, so ein Mädel in tiefster Depression und da kommt irgendeiner so mit einem Fotoapparat. Ha, ich habe ein Foto von dir geschossen. Ha, ja. Ich merke das gar nicht. Ich glaube, das Mädel würde im echten Leben dem einen auf die Fresse schlagen. Na, wer weiß.
Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden.